Heute geht es um Upcycling, es geht um DIYs und wie wir dieses schöne Teil hier verschönern werden. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hana Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du zu diesem neuen Video eingeschaltet hast. Und du stehst vielleicht schon fast in der Position, in der ich später alles filmen werde. Also hier ist geplant, dass meine Filmecke auch später werden soll. Wie du siehst, es muss noch ein bisschen was gemacht werden, vor allem auch an der Akustik. Aber das soll uns heute nicht stören, weil draußen ist es wirklich, wirklich, wirklich kalt. Und in unseren Scheunen auch. Und ich dachte mir, wenn hier schon alles noch so toll abgeklebt ist, kann ich heute unser Stuhl-Upcycling-Video direkt im neuen Studio machen. Das werden wir auch tun. Zu diesen Stühlen, wir haben die super günstig auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Da haben wir noch in unserer alten Heimat gewohnt. Und ich weiß nicht, das waren 20, 25 Stühle aus irgendwie einer alten Wirtschaft, die geschlossen hatte. Und ich fand die cool, halt, weil die aus Holz waren, aber natürlich so gefallen sie mir nicht. Das Coole an dem Stuhl zeige ich dir später, ist auch das Polster. Das wird mir später helfen, wenn ich das jetzt gleich alles umgestalten möchte. Eigentlich war mal der Gedanke, dass wir jedem einen Stuhl mitgeben, jeden unserer Freunde, und die den für uns irgendwie designen und wir nur so ein Farbkonzept vorgeben. Aber irgendwie fehlt noch die Zeit. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das heute mal, dass ich die Stühle streiche. Ich werde das allererste Mal in meinem ganzen Leben polstern. Das allererste Mal in meinem Leben mit einem elektrischen, wie nennt sich das? Heftklammer, Dingens. Ich bin mir sicher, es heißt so. Wie heißt das? Okay, von mir aus eine Runde Marci erklärt. Action! Marci erklärt. Elektrischer Tacker. Gern geschehen. Achso, und das Besondere noch an den Stühlen, als wir die dann hierher gebracht haben und haben so Oma gezeigt und woher wir sie haben, hat Oma gemeint, wie cool, sie hat auf diesen Stühlen schon immer gefeiert, denn sie war immer in dieser Gastwirtschaft gewesen früher, da hat man so diese Tanzabenden veranstaltet. Das heißt, die Oma hat auf diesen Stühlen schon gefeiert und wir werden sie jetzt verschönern und zu unseren Esszimmerstühlen machen. Farbe ist da, da habe ich mir sogar was Schlaues dabei gedacht. Stoff, Polsterstoff ist da, elektrischer Tacker. Ha, elektrischer Tacker ist hier. Und dann würde ich sagen, muss ich mich jetzt noch einmal umziehen, denn meinen wunderschönen Nähliebe-Pullover möchte ich nicht voll machen. Und dann geht's auch los. Also, einmal Malerklamotten anziehen. Das ist natürlich nicht mein Streichoutfit, sondern mein super geniales neues Outfit von Armed Angels, meinem heutigen Kooperationspartner. Ich achte nicht nur bei meinen Möbeln drauf, die abzucyceln und ein neues Leben zu geben, sondern wenn ich mir mal neue Klamotten kaufe, dann achte ich auch wirklich auf die Herkunft. Und da ist Armed Angels der perfekte Partner für mich. Ohne gefährliche Chemikalien, nachhaltiger produziert und vor allem auch mit Fasern, die ich mag, also Bio-Baumwolle oder recycelte Baumwolle. Je nach Produkt gibt es hier richtig coole Sachen. Neben den Materialien, die sich auf der Haut wirklich wunderschön anfühlen, finde ich natürlich auch die Passform toll. Ich hasse es, Jeans zu kaufen. Ich gebe es zu, weil ich bin klein und ich habe auch nicht die Form, die man sonst so hat. Von dem her habe ich mir jetzt hier einfach nach der Maßtabelle das erste Mal eine Hose bestellt, eine Jeans und genau die passt. Das finde ich richtig gut, vor allem auch die Passform hier hinten. Auch der Pullover fühlt sich ultra schön auf der Haut an. Wenn du dich auch für nachhaltigere Kleidung entscheiden möchtest, dann schau auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Da habe ich dir alles verlinkt. Ich verlinke dir auch mal mein Outfit. Außerdem kriegst du noch einen 15% Gutschein von mir. Den kannst du gerne nutzen. Auch den Link dazu findest du unten in der Infobox. So, und dann schau auf jeden Fall auch nochmal bei der Detox Denim Kampagne dabei. Das ist eine Kampagne, die Armed Angel gerade hat, weil ich finde, Jeans gehen immer. Ein absolutes Must-Have im Sommer, im Winter, in der Freizeit oder im Büro. Nur nicht beim Malen, da sollte sie nicht dreckig werden und deswegen gehe ich mich jetzt nochmal umziehen. Okay, das Gute bei diesem Stuhl ist, das war nicht immer mit Sitzpolster. Das hat uns Oma erzählt und der Besitzer auch bestätigt. Es war früher quasi einfach ein Holzstuhl. Und später hat man für die Gemütlichkeit dann ein Polster, ein Sitzpolster angebracht. Das Gute ist, weil ich jetzt hier erst die Muttern abmachen, nur die Muttern abmachen muss und kann dann quasi schon mein Polster entfernen. Ach ehrlich, Tanja, ist das so? In meinem Kopf habe ich mir das einfacher vorgestellt. Okay, leicht verbogen. Da hilft nur noch rohe Gewalt. Darum kümmern wir uns später. Jetzt kommt erstmal der Stuhl dran. Und falls ihr es in meinem Bauvlog
noch nicht gesehen habt, weil der nächste Woche online kommt, habe ich ein bisschen die Faxendicke von Schleifen. Und zwar sehr. Denn wir haben unser ganzes Treppenhaus geschliffen, alles davon. Und deswegen habe ich gesagt, die ganzen Stühle, die wir haben, ich glaube 25 sind es, werde ich nicht schleifen. Deswegen habe ich mich für eine Kreidefarbe entschieden. Und in der Regel, habe ich jetzt gelesen, muss man das auch nicht anschleifen. Ich werde es jetzt sehr gut reinigen, aber auch nur mit Spüli. Und dann kann ich da direkt mit der Farbe drauf. Durch den angenehmen Geruch ist auch das Streichen hier im Innenraum möglich. Außerdem sind die wasserbasiert, umweltfreundlich und haben eine hohe Deckkraft. Also wir sind allgemein, legen mein Mann und ich hier im Haus Wert auf Markennamen bei Farben und Lacken, damit wir halt einfach nicht so oft streichen müssen und ein bisschen länger was davon haben. Das Ganze gibt's. Ich habe mich jetzt hier für zwei Farben entschieden. Ich weiß noch nicht, ob ich in den Stühlen die Farben wechsle oder einen heller, einen dunkler mache. Wir haben uns auf jeden Fall für so einen rosa Ton entschieden. Einmal haben wir das Scandinavian Pink und einmal habe ich das Antoinette. Ich glaube, insgesamt gibt es hier 48 verschiedene Farben. Ich glaube, da ist was bei jedem dabei. Und was ich gelesen habe, deswegen finde ich das auch noch extrem cool, man kann die Farben einfach miteinander, untereinander mischen, so wie man möchte. Das heißt, ich habe mir jetzt die zwei Töne hier geholt und vielleicht mische ich mir noch selber dann auch mal einen dritten an. Mal gucken. Ich weiß, wie ihr wisst, ja nie am Anfang, was am Ende dabei rauskommt. Nicht Ihr Ernst jetzt? Wenn du das dann fertig gestrichen hast, dann müssen wir das Ganze nochmal mit Wachs versiegeln. Und man kann das vorher auch abschleifen, dass man hier so einen Shabby-Look hat. Aber ich glaube, dieser Shabby-Look wird sich bei uns ganz von alleine einstellen. Deswegen mache ich das nicht. Und ich meine, ich habe gesehen, es gibt helles und dunkles Wachs. Und ich halt gern das helle Wachs, weil ich es so minimalistisch und clean wie möglich haben möchte. Dann würde ich sagen, wir legen mal los. Mit dem Reinigen. Nicht schleifen, aber putzen muss man trotzdem. Das hier ist übrigens keine bezahlte Kooperation. Wenn ich mal für euch irgendwie noch einen Rabattcode raushandeln kann, dann schreibe ich euch den jetzt mal hier hin. Ich muss das nachfragen, wenn nicht, ignorieren wir das jetzt einfach. Bitte film das nicht. So dämlich, echt jetzt. Putzen ist erledigt und jetzt fange ich direkt an. Ich werde auch nicht irgendwie vorher Haftgrund oder irgendwas machen und streich mal die erste Schicht. Ich weiß nicht, wie viel es werden. Ich hoffe nicht allzu viele. Das sieht gut aus. Kräftig rühren natürlich, nicht vergessen. Ach, und wie sie riechen, riechen sie nichts. Boah, das merkt man richtig. Siehst du, wie unten die ganze Paste ist? Da muss ich noch ordentlich rühren. Das ist das erste Mal, dass ich mit Kreidefarbe arbeite. Ich bin echt gespannt. Viele erste Male dieses Mal. Erstes Mal Kreidefarbe, erstes Mal Polstern. Es wird spannend. Ich hoffe, es wird nicht schon wieder im Titel so ein Fail dort stehen. Das wäre echt doof. Das weiß ich jetzt ja noch nicht, ne? Es ist noch keine homogene Masse. Eine Ewigkeit später. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Gerade die Stühle sind ja unter einer starken Beanspruchung. Deswegen hier auch lieber zur Marke greifen. Nochmal mein Tipp an euch. Boah. Es ist schon echt satisfying. Und es fühlt sich tatsächlich also beim Streichen so ein bisschen nach Kreide an. So echt cool. Also was ich schon mal sagen kann, es macht ultra Spaß, das zu streichen. Es trocknet total schnell. Die nächsten Stühle fange ich von unten an und arbeite mich nach oben. Man lernt ja dazu. Und ich glaube, ich wäre jetzt auch schon bereit für einen zweiten Anstrich. Also es trocknet echt schnell und ist extrem ergiebig. Also ich benutze kaum was. Das hier ist eigentlich reicht für ein ganzes Bein, denke ich. Es ist echt fantastisch. Also, und ich muss sagen, die erste Schicht ist schon super deckend. Ich habe jetzt eine ganz, ganz dünne Schicht nur gemacht. Ich glaube, wenn man da eine dicke Schicht gemacht hätte, dann wäre das auch schon super deckend gewesen. Aber wie mein Maler und Lackierer des Vertrauens gesagt hat, lieber viele dünne als eine dicke. Und ich hoffe, er hat die Farbe gemeint.
Also es ist jetzt ungefähr, ich würde sagen, grob eine Stunde vergangen. Maler und Putzer waren nämlich gerade da. Wir haben alles besprochen, haben noch meine Baustelle angeschaut. Und ich denke, es ist ready für einen zweiten Anstrich. Und dann lasse ich das mal so richtig gut durchtrocknen, ein oder zwei Tage. Mal schauen, ob ich morgen weitermache oder übermorgen. Und werde es dann mit dem Wachs noch versiegeln. Das heißt, diesen Stuhl jetzt hier das zweite Mal anstreichen und die 24 anderen das erste Mal. Der nächste Tag, es ist trocken, alles super getrocknet. Es hat auch eine ganz coole Struktur irgendwie von der Farbe her. Und ich habe Unterstützung bekommen hier. Heute geht es daran, dass ich das Ganze jetzt einmal mit Wachs versiegeln möchte. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich ja für dieses Klarwachs entschieden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man da drauf tun muss. Ich muss da jetzt mal gleich nachlesen. Und auf jeden Fall habe ich noch so einen Wachspinsel dazu bekommen. Das probiere ich jetzt mal aus. Und während ich das Wachs hier mache, glaube ich, gebe ich meinem Mann eine Aufgabe. Hier haben wir einmal die Platte. Auf dieser Platte ist der Schaumstoff und der Stoff. Und das ist auch nur festgetackert. Das heißt, den lasse ich jetzt mal alle Tackernadeln entfernen, weil das will ich heute auch noch beziehen. Ach, ich muss ehrlich zugeben, dieses Video, es ist so genial. Ich habe mich so lange auf dieses Video gefreut und es ist das erste seit Ewigkeiten, auf das ich so richtig, richtig, richtig Lust habe. Also es macht mir unfassbar viel Spaß, mal was Neues auszuprobieren. So, okay, dann schauen wir mal, wie das mit dem Wachs hier funktioniert. Habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Übrigens, dieses Teil hier, ich weiß gar nicht, ob man das käuflich erwerben kann oder ob die das einfach so dazugelegt haben. Ist ultra praktisch zum Öffnen der Teile. Yeah. Ich glaube, das muss man zumindest nicht umrühren. Soll ich mich jetzt erstmal einlesen oder mal machen? Okay, einfach mal machen. Was soll schief gehen? Keine Ahnung, ob das zu viel ist oder zu wenig. Man weiß es nicht. Auch das ist total geruchsneutral. Also das kann man auch echt gut... Riecht nach nichts. Leute, das ist alles ohne Gewehr. Ich habe hier keinen Plan, was ich tue. Ich kann euch lediglich danach sagen, ob es funktioniert hat oder nicht. Vielleicht sollte ich mir mal ein Video dazu anschauen. Thomas Klotz, der macht das doch auch. Leute, Fangirl-Moment. Fangirl-Moment. Ich habe gerade gemerkt, dass er mir folgt. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich ihm nicht folge, weil ich schaue nämlich alle seine Reels auch folgen. Okay, jetzt müssen wir erst mal gucken, wie er das mit dem Wachs macht, ne? Weil sein Zeug schaut immer gut aus. Am entfernt werden. Und jetzt wird die Farbe noch versiegelt mit klarem Wachs. Sieht so aus, als haue ich das einfach drauf. Vielen Dank. So wird's gemacht. Einfach draufhauen. Kann ich. Also auf die Frage, wie viele Tackernadeln in so einem Stuhl sind, kann ich sagen, alle. Ich glaube, ich habe jetzt 82 gezählt. In einem Stuhl, in einem einzigen. Hat uns vor das Problem gebracht, dass wir wahrscheinlich nicht genügend Tackernadeln da haben. Mein Mann macht sich gerade mal auf die Suche, ob wir noch irgendwo andere rumfliegen haben. Denn heute ist Sonntag, das heißt, wir kriegen es auch nirgendwo her. Den Stoff können wir jetzt mal abmachen. Yay! Und hier zum Vorschein kommt... Die Holzplatte mit Schaumstoff. Ich habe noch anderen Schaumstoff hier, auch von alten Stühlen, die aber noch nicht so alt waren. Also es war halt nur Kunstleder drüber, das super schnell abgeblättert ist. Und ich überlege jetzt, ob ich das auch neu mit Schaumstoff oder mit doppeltem Schaumstoff mache oder nicht. Das schaue ich gleich mal. Und dann zeige ich euch jetzt schon als erstes mal den Stoff, den ich mir ausgesucht habe. Beziehungsweise ich habe mir zwei verschiedene ausgesucht und ich glaube, ich werde auch beide benutzen. Also der eine, seht ihr, es fusselt wie sonst was. Ich bin schon überall voll mit Fussel, nämlich der rechte. Ich habe mir zwei Stück gekauft, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie das von der Farbe her ist. Ich finde aber, sie gehen beide. In der Kamera kommt es nicht so rüber. Der hier ist... eher lila, hat eher den lila Stich und der hier ist eher zartrosa. Der Stuhl ist nur einmal gestrichen, also nicht wundern, aber hier guckt mal, das ist so eine Art Velour und das hier ist ein Cord. Aber beides sind wirklich auch Polsterstoffe
Und ich glaube, ich werde jetzt mal mit dem Velour hier anfangen. Ich finde, der hat so ein bisschen das Pudrige, das passt ein bisschen besser. Aber wie schon gesagt, ich werde abwechseln. Ich werde sowohl das als auch das verwenden, damit es so ein bisschen unterschiedlich ist. Aber der fusselt. Oh. So, nehmen wir erstmal den hier. Mir hier schon mal alles zurechtgelegt. Dann geht's los. Steht hier irgendwas von der Qualität? Polsterstoff Samt. Haustier geeignet, Altrosa. Ah, doch kein Velour. Samt. Okay, Marci erklärt, let's go. Marci erklärt. Der Unterschied zwischen Samt und Velour. Während Samt eine sehr dichte und kurze Floroberfläche hat, fühlt es sich glatt und luxuriös an. Dahingegen hat Velour einen längeren Flor, was ihn weicher, aber auch plüschiger macht. Und Velour ist dadurch auch elastischer und weniger formstabil wie Samt zum Beispiel, was doch eher eine festere Struktur hat. Vom Aussehen her hat Samt ein glänzendes und gleichmäßiges Aussehen, was dadurch kommt, dass das Licht auf die kurze Floroberfläche fällt. Velour hingegen wirkt etwas matter und kann durch den Lichteinfall leicht changieren. Das kommt zustande, weil die Fasern länger sind und das Licht anders reflektiert wird. Jetzt weißt auch du Bescheid. Bis zur nächsten Folge. Marci erklärt. Im Übrigen habe ich jetzt hier auch mal beim Wachs hinten drauf gelesen. Ja, ich mache sowas auch immer erst danach. 24 Stunden musst du es auf jeden Fall drauf lassen, bevor es das irgendwie nochmal anschleifst oder säuberst. Und hier guck mal, Wax should be fully hardened after 5 days. Also auf jeden Fall 5 Tage muss es aushärten. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich lasse das hier einfach ein bisschen länger. Mach ein Viereck und schneide es mir dann quasi später erst so ein, wie ich es brauche. Und den Rest schneide ich mir dann, das Überstehende schneide ich mir ab. Ich bin da lieber, glaube ich, zu großzügig, als dass ich es zu knapp abschneide. Weil da kommt ja auch noch das Polster dazwischen. So, dann probieren wir jetzt mal unser Glück, oder? Tackernadeln haben wir nicht gefunden jetzt noch mehr. Beziehungsweise, was war das Problem, dass die zu kurz sind, gell? Zu lang. Ja, müssen wir mal gucken. Zu lang. Okay, aber wir wollen ja eh das Polster so ein bisschen aufpolstern, also funktioniert es vielleicht. Wir werden es sehen. Gut, wie rum machen wir das jetzt? So rum, oder? Dann holen wir erstmal den Schaumstoff. Schaumstoff zählt als Stoff, oder? Wenn ich das jetzt hier mit der Stoffschere mache. Um Gottes Willen, hoffentlich mache ich mir das nicht kaputt. Quasi ja so drauf. Ne? Ich glaube, das ist okay so. Stunde der Wahrheit, ne? Okay, wir haben uns jetzt entschlossen, wir wollen es dicker machen als der Schaumstoff davor. Deswegen werden wir jetzt einfach 2 Lagen machen. Und die 2. Lage machen wir genauso groß wie das Polster, weil ich denke, das wird sonst zu dick, die Kante außen rum. Das heißt, das hier schneiden wir jetzt komplett so zu, wie das Holz ist. Das hier etwas größer, damit es sich so um die Kanten legt. Gut, here we go. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht meine Stoffschere damit ruiniert. Es ist 12 Uhr, es gibt gleich Mittagessen, aber davor möchte ich das noch fertig machen. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschlossen, erst die große Lage, dann die kleinere Lage. Nicht vergessen, gleich die Schrauben reinzumachen. Und da, wo jetzt ausgefranst war, das kommt nach unten hin. Schrauben, zack. Und jetzt ganz fest hier drüber ziehen. Ich glaube, wir fangen am besten hier in der Mitte an und arbeiten uns dann nach außen, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt mal probieren. Ich kann dir sagen, ich habe richtig Schiss. Ich habe noch nie einen elektrischen Tacker benutzt und habe auch echt einen gesunden Respekt davor. Wahrscheinlich, weil ich viel zu viele Horrorfilme schon gesehen habe. Okay, ist der ready? Muss ich einfach nur ansetzen? Randrücken. Randrücken und dann? Und dann Peng. Da macht nichts Peng. Da war dran. Das ist nichts für mich. Ist da was rausgekommen? Nee. Nee. Gut, dann ist wahrscheinlich keine. Okay, Klappe die 2., weil das hatten sie irgendwie die Nadeln. Oh Gott, das ist echt nicht mein Ding. Nö, da kommen 2 immer raus, das ist das Problem. Okay, Klappe die 3. Warum kommen denn 2? Okay, du hörst vielleicht wieder die Kirchenglocken. Vorhin war es um 12 Uhr, jetzt ist es 18 Uhr, denn der Tacker, der hat irgendwie rumgesponnen und immer 2 Nadeln reingeschossen. Jetzt haben Freunde uns einen anderen Tacker vorbeigebracht und jetzt schaue ich, dass ich das hier noch einmal final festkriege.
Also Tucker und ich, oh, weiß ich noch nicht, wie viele Freunde wir da werden. Okay, ich bin wahrscheinlich einfach nur inkompetent, weil der hier geht auch nicht. Nicht so befriedigend, wie ich dachte. Also von dieser Seite würde ich sagen, in Perfektion. Wir wissen nicht, bei manchen sind die Nadeln direkt rein, bei manchen nicht. Da haben wir dann einfach jetzt mit dem Hammer nachgeholfen. Von hinten zeige ich das nicht, weil das sieht eh kein Mensch, aber von vorne ist das nicht perfekt. Okay, ich denke, die nächsten werden besser, aber hey, fürs allererste Mal im ganzen Leben. Und jetzt kommt der große Moment auf den Stuhl. Tada! Ich bin restlos begeistert. Ich glaube, ich habe noch nie so was Schönes in meinem ganzen Leben gemacht. Leute, ich bin so ultra stolz. Es ist so schön geworden. Also viel schöner, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Ich bin ein richtiger Fan von Kreidefarbe geworden, weil es echt einfach zu verarbeiten ist. Also, die Links zu allem findest du unten in der Infobox. Vor allem zu Armed Angels. Falls du auch ein bisschen nachhaltiger shoppen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Wenn du dann das ganze Ergebnis von allen Stühlen sehen willst und natürlich auch, wie die dann vielleicht an unserem Esszimmertisch sehen, dann abonniere gerne meinen Kanal, denn nächste Woche kommt bereits schon der nächste Bauvlog. Also alles rund um DIY Bauvlogs und was ich jetzt sonst noch ein bisschen an Deko hier zaubern werde und upcyclen werde, das wirst du demnächst hier auf diesem Kanal finden. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns.